Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen neuen Book-Unhaul für euch. Ich habe mal wieder ein paar Bücher aussortiert. Ihr habt es ja im Lesemonat bereits mitbekommen. Ich hatte da ein paar Bücher dabei, die mich nicht begeistern konnten und habe für mich beschlossen, dass ein paar davon auch wieder ausziehen dürfen, weil mein Bücherregal aus allen Nähten platzt und ich einfach nicht mehr jedes Buch behalten kann und denke mir dann auch immer, wenn es dich doch nicht überzeugt hat, es ist gerade noch so frisch im Kopf, dann wirf es einfach raus und gut ist. Wir werden es alle überleben. Du wirst nämlich definitiv nicht mehr dazu greifen und das ist ein Gedanke, den muss ich mir immer wieder vorsagen, denn Bücher sammeln und Bücher lesen sind einfach zwei Hobbys und die Bücher sind auch einfach wunderschön, aber ich werde sie einfach definitiv nicht mehr lesen und deshalb dürfen sie jetzt auch gehen. Und das erste, das ausziehen wird, ist Broken Plate, die Klinge des Königs. Da habe ich euch ja im Lesemonat auch schon verraten, dass mir diese Alkoholthematik und das Beschönigen von einer Alkoholsucht gar nicht gefallen hat. Ich bin allgemein auch zwar schon mit Kira warm geworden, aber sie hat mich halt auch zu sehr an Aelin erinnert und irgendwie war das Buch dann für mich so eine Mischung aus Throne of Glass und Blood and Ash, aber in schlecht. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt ganz, ganz viele Leute, die dieses Buch lieben und ich kann in manchen Situationen auch verstehen, was sie daran lieben, aber für mich hat es einfach zu viel ja, Sachen gegeben, die mich aufgeregt haben und dementsprechend wurden wir keine Freunde, aber an und für sich ist es eigentlich kein schlechtes Buch. Als Klinge des Königs von Elvarad hat Kira alles erreicht. Niemand, der von verbotenen Fey-Magie gezeichnet ist, kann ihr entkommen. Bis jetzt. Als Gerüchte über einen Rebellen aufkommen, der sich der Schatten nennt, muss Kira zeigen, was sie kann. Doch auch sie verbirgt ein dunkles Geheimnis. Und als sie und der Schatten aufeinandertreffen, ist plötzlich alles anders als zuvor. Kira muss entscheiden, wem ihre Loyalität gehört und wem ihr Herz. Dann darf leider auch, wie man einen Prinzen tötet, ausziehen. Ich finde, das Buch ist optisch super, super schön. Es ist halt relativ schlicht, aber das gefällt mir ja auch. Und mir gefallen auch diese Pfefferminzblätter da drauf, auch wenn sie eigentlich keine Bewandtnis haben. Ja, es ist ein Buch, das ein bisschen an Märchen angelehnt ist. Es geht um Prinzessinnen, es geht um ja, Familiendrama. Aber irgendwie ja, war es jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich würde es nochmal lesen. Ich bin ja jetzt nicht der Riesen-Märchen-Fan und in manchen Momenten war es mir dann halt auch zu märchenlastig und auch zu düster, weil, wie wir alle wissen, Märchen können auch sehr, sehr düster sein, wenn wir jetzt nur mal dran denken, dass sich Leute die Zehen abhacken, um in Schuhe reinzupassen oder lauter solche Dinge. Nicht ganz so nett und genau so war es hier auch und vielleicht war es auch einfach der falsche Zeitpunkt, das Buch zu lesen, ich weiß es nicht. Aber es war mir schlichtweg zu düster und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass ich es einfach nicht mehr lesen werde und es darf Platz machen. Gerade die Hardcover brauchen ja doch immer etwas mehr Platz im Regal. Und gerade mein Hardcover-Regal platzt aus allen Nähten, beziehungsweise die Hardcover-Einlegeböden, nenne ich es einfach mal. Von einer Prinzessin, die die Gebrüder Grimm das Fürchten lehren würde. Die junge Mara, drittgeborene Prinzessin eines kleinen Königreichs, muss mit ansehen, wie ihre beiden Schwestern nacheinander mit dem sadistischen Thronfolger Worling verheiratet werden. Nach dem mysteriösen Tod der Älteren muss die Jüngere ihren Platz einnehmen, um Worling endlich einen Erben zu schenken. Ein Los, das auch Mara zu drohen scheint. Es sei denn, sie nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand und sucht sich ein paar schillernde Verbündete um ihren Plan. Für ihren Plan. Denn Mara will den Prinzen nicht küssen, sondern töten. Buch Nummer 3, das ausziehen wird, ist The Way You See Me von Lisa Sophie Laurent. Da habe ich euch auch bereits in diesem Monat erzählt, dass es mir einfach zu unauthentisch war. In der einen Sequenz haben wir eben eine super
junge und naive Protagonistin. Und auf der anderen Seite haben wir so viele harte Themen wie Nachhaltigkeit und toxische Beziehungen, was für mich irgendwie nicht zusammengepasst hat oder nicht so zusammengepasst hat, weil ich einfach denke, dass in dem Alter, in der diese Jugendlichen sind, man noch gar nicht wirklich weiß, was toxische Beziehungen sind. Klar wird das hier gut erklärt und das fand ich auch wichtig und richtig, aber es war für mich irgendwie nicht authentisch. Für mich waren viele der Handlungen einfach Kindergarten und dann wird plötzlich von super erwachsenen Dingen gesprochen. Das hat für mich nicht zusammengepasst. Dementsprechend weiß ich genau, wenn es mich beim ersten Mal lesen genervt hat, wird es mich auch beim zweiten Mal lesen nerven und es darf jetzt Platz im Regal machen. Bei einem Treffen der Umweltschutzorganisation Future Force begegnen sich die Studentin Mila und der charismatische Aktivist Oskar. Er leitet die Gruppe und ist gut aussehend, selbstbewusst und charmant. Bei Mila lässt das alle Alarmglocken schrillen. Oskar erinnert sie viel zu sehr an Niklas. Niklas, auf den sie sich verlassen und den sie geliebt hat. Niklas, der sie nach und nach gebrochen hat. Seither hat Mila Probleme, anderen zu vertrauen. Sie beschließt, Oskar aus dem Weg zu gehen, doch er ist ihr längst unter die Haut gegangen. Stück für Stück lässt er ihre Schutzmauern einstürzen. Dass er, wie sie, die Umwelt retten will, gefällt ihr. Doch können sie sich auch gegenseitig retten, denn Oskar hat ebenfalls mit seiner Vergangenheit zu kämpfen. Ich habe im September ja auch ein anderes Buch gelesen, A Place I Never Knew. Da ging es ja auch um eine junge Frau, oder eine sehr junge Frau, die schlechte Erfahrungen mit ihrer vorigen Beziehung gemacht hat und auch wieder lernen muss zu vertrauen etc. Aber da, muss ich sagen, war die Handlung einfach nachvollziehbar und auch dem Alter entsprechend logischer. Und hier fand ich es einfach nicht so gut umgesetzt. Das nächste Buch habe ich euch tatsächlich schon einmal in einem Book-Unhaul in die Kamera gehalten und habe mich dann danach irgendwie doch nochmal dafür entschieden, es zu behalten. Aber die Problematik hat sich nicht geändert und es macht einfach mich keinen Sinn, dass das Buch einen weiteren Platz in meinem Regal verbraucht. Ich spreche von Auf immer gejagt von Erin Summerhill. Das Problem ist einfach, ich habe das Buch vor Jahren gelesen, wann kam es raus? Also ungefähr zum Release rum, relativ zu Anfang. Ich muss jetzt kurz suchen, wann es rauskam. Und da steht nichts. Hier ist irgendwie das ganze Gedöns hinten. 2016. Ich habe das Buch 2016 gelesen. Und ich weiß genau, es hat mir auch ganz gut gefallen. Und ich habe einfach darauf gewartet, bis der zweite Band rauskommt. Aber irgendwie ging es total unter. Und mittlerweile ist zwar der zweite Band auch erschienen, wahrscheinlich 2017 oder 2018, ich weiß es nicht. Ich habe es aber nicht mitbekommen oder habe das Buch einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt oder die Reihe. Und mittlerweile kann man den zweiten Band nicht mehr kaufen. Der wird nicht mehr gedruckt, der ist nicht mehr als Neuware zu erhalten. Und ich habe jetzt über Jahre gefühlt bei Rebuy reingeschaut und niemand verkauft den zweiten Band. Dementsprechend werde ich nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht oder ausgeht. Und ich werde Band 1 jetzt schweren Herzens wirklich, wirklich, wirklich aussortieren. Im endlosen Wald kennt Tessa jedes Blatt. Dort im Schutz der Bäume fühlt sie sich zu Hause. In ihrer Heimatstadt Brenton hingegen wird sie nur geduldet. Denn ihr Vater Saul genießt als Kopfgeldjäger des Königs zwar großes Ansehen, doch Tessas Mutter war eine Verräterin aus dem Nachbarland und dessen Bewohner beherrschen schwarze Magie. Als Saul hinterrücks getötet wird, steht Tessa ganz alleine da. Jetzt hat die junge Fährtenleserin nur eine Chance auf ein sicheres Leben. Sie muss im Auftrag des Königs den angeblichen Mörder jagen, Cohen, der Gehilfe ihres Vaters, und ihr Freund aus Kindertagen, den sie heimlich liebt. Tessas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohen schuldig ist, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Und dann, last but not least, darf auch wieder Hotel Magnifique, eine magische Reise, hier ausziehen. Zum Ersten habe ich mich ja ein bisschen geärgert, bevor ich es gelesen habe, dass ich es ohne Buchschnitt bekommen habe. Ja, ich bin so ein Opfer. Tut mir leid. Das hat mich aber dann irgendwann nicht mehr so gestört. Dafür hat mich dann gestört, dass ich die Protagonisten einfach nicht leiden konnte. Ich habe auch etwas komplett anderes von dem Buch erwartet. Ich habe wirklich eine magische Reise erwartet. Aber
Ja, es gab Magie und es gab auch eine Reise, aber es hat irgendwie nicht für mich zusammengepasst. Viele Dinge waren total merkwürdig, wirklich übertrieben, überspitzt merkwürdig. Und es war einfach auch, wie bei dem anderen Buch zuvor, für mich nicht authentisch. Es waren so viele Handlungsweisen von Protagonistin, wie sie noch gleich, Jani, genau. Jani und ich, wir sind zwei zu unterschiedliche Menschen. Ich habe wirklich fast keine ihrer Gedankengänge und ihrer Handlungen darauf folgend nachvollziehen können. Manches natürlich ja, aber ganz vieles halt auch einfach nicht. Sie ist auch absolut unempathisch meiner Meinung nach. Und wenn ich bei einem Menschen merke, dass er egoistisch handelt und ja, auf das Wohl der anderen öfters mal pfeift, dann werden wir keine Freunde. Und genau so war es auch hier und deshalb darf es jetzt auch wieder ausziehen. Hotel Magnifique, wir stellen ein. Das legendäre Hotel Magnifique reist nachts, wenn seine Gäste schlafen, an die spektakulärsten Orte. Als es in der Hafenstadt Durk Station macht, sieht die früh zur Waise gewordene Jani die Chance gekommen, ihrem tristen Leben zu entfliehen. Kurzerhand heuert sie im Hotel Magnifique als Dienstmädchen an. Doch dort scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Und schon bald kommt Jani einem ungeheuerlichen Geheimnis auf die Spur. Ihr Lieben, das waren alle fünf Bücher, die ich euch heute zeigen wollte. Die Bücher, die jetzt hier ausziehen werden. Stelle die Bücher bei Instagram online, sobald das Video hier auch online geht. Hab euch die Bücher auch nochmal unten verlinkt, falls ihr euch doch für eins davon interessieren sollte und es bei mir nicht mehr bekommen könnt. Sorry. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.